Also ich bin hier in Nossa Kizomba, Amsterdam. Und ich bin hier einfach nur mitzufeiern und ja, Freunde auch zu treffen, wie immer, in diese Kultur von Kizomba. Das ist ein Treffpunkt, wo wir uns immer wieder ein in einem Jahr oder zwei in zwei Jahren treffen. Ich lebe in Deutschland und ich bin Musiker. Ich bin auch Tanzlehrer für Kizomba und Zemba und afrikanische Tänze. Ich werde nur kurz über Musik sprechen, weil ich selber Musiker bin und ich kenne auch die Geschichte von Musik im Rahmen von Kizomba und Zemba. Und heutzutage sagt man Tarasha oder Tarashinha. Und Getusuk, das hören wir auch immer wieder. Das ist so. Es geht nur um Trommel. Trommel und einen Rhythmus. Es gibt verschiedene Schlüssel von Rhythmus. Diese Schlüssel, die geben uns Möglichkeiten, einen Song zu komponieren. Und heutzutage, es ist so, so viel passiert jetzt in den Musikarrangements und gibt es auch Sandwich-Musik, sozusagen. Gibt es DJs, die zum Beispiel mit dem Computer, die sitzen einfach dahin und dann klopfen einige Tasten und läuft schon über Synthesizer und ja, so ist es. Das müssen wir unterscheiden. Sozusagen gibt es Musiker, die echte Musiker sind, die Gitarre spielen, die schreiben Texte und die komponieren ein Lied. Und dann dieses Lied bleibt für ewig in der ganzen Geschichte. Man erzählt zum Beispiel Alltage, Geschichte oder über Liebe oder über Auseinandersetzung, über soziokulturelle Probleme. Und das ist genau das, was in der Geschichte von Kizomba bis heute zu Tag man konsumiert. Heutzutage gibt es zum Beispiel Lieder auch, die einfach nur instrumentale sind, über Computer. Man hört kein Wort, sondern man hört nur im Hintergrund, also diese Beat. Und Synthesizer läuft da hinterher und die Leute tanzen. Das respektiere ich auch, aber das müssen wir unterscheiden. Es gibt verschiedene Style von Musik und heutzutage, wenn man über Kizomba überhaupt spricht, dann muss man aufpassen. Es gibt viele verschiedene Styles von Musik, die wir in unsere Feste tanzen. Das heißt also, die DJs, die Musik für unsere Gäste spielen, die müssen schon eine Können haben. Also nicht nur Lieder aus YouTube zum Beispiel runterladen und dann einfach so spielen, sondern es gibt auch Regeln sozusagen, DJs, Amateur-DJs und dann gibt es auch professionelle DJs. Es gibt auch DJs, die sogar selber Musiker sind oder Tänzer sind und sie legen die Musik ganz anders. So, zurück zu Arrangements oder Styles. Von der Geschichte von der Kizomba gibt es Lieder, die langsamer sind, die auch schneller sind. Also wir haben Ghetto-Soko, wir haben
traditional, sozusagen, viele sagen traditionelle Kizomba, aber in Wirklichkeit die traditionelle Kizomba gibt es nicht. Gibt es nicht, sondern das ist eine Style, einfach definierte Kizomba. Ja. Wenn ich zum Beispiel die Beat sagen würde, zum Beispiel je nachdem, wie man also die Phrasierungen macht, zum Beispiel und dann kommt ja eine Übergang. Von der Übergang, die Lehrer, die Tanzmusik, auch Tanzschritte zeigen, die werden sich auch immer anpassen, also wie die Musik läuft. So, gehen wir jetzt zu Tarashinya. Tarashinya ist normalerweise kein Tanz, sondern das ist nur ein Teil von Bewegungen von der Cintura. Wir sagen so Cintura. Und Cintura, das ist Umbigada. Umbigada, das heißt, ich weiß es nicht, wie ich das in Deutsch erkläre, also Hüfte. Praktisch Hüfte bewegen. Ja, Hüfte bewegen. Und man kann auch Tarashinya kombinieren, zum Beispiel genau die Schritte, die man auch in Kizomba tanzt. Das nennen wir Kizomba Tarashada. Ja, das heißt also Kizomba Tarashada. Und wie tanzt man Kizomba Tarashada? Kann man Kizomba Tarashada in verschiedenen Liedern, zum Beispiel Getosuk. Und es gibt eine DJ zum Beispiel in Angola, der überhaupt mit der Tarashinya-Geschichte angefangen hat. Snobia. Wie hieß er, glaube ich, Snobia. Also der ist eine DJ, der hatte mit der Geschichte von der Tarashinya angefangen.